soeben ein Päckle von OFDB bekommen. Das Produkt Nightmare on Elm Street habe ich mir jetzt Ding war ist zufällig gelaufen, also reingelaufen. Eigentlich war was anderes geplant, aber ich habe dann ja das gesehen für 20 Euro und dann habe ich es einfach mitgenommen. Ja, ich habe es jetzt immer verschoben gehabt, die Nightmare Collection. Und ja, diesmal wurde es, ja, diesmal war es dran. Für den Preis echt eine tolle Sache. Ja, mit dem Video habe ich mir kurz überlegt, ob ich da jetzt ausführlich was machen soll. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und ja, die letzten Videos habe ich ja schon einige Titel, so größere, bekanntere Sachen, ja, übersprungen. Star Wars zum Beispiel, die Saga oder Herr der Ringe. Diesmal, wie erwähnt, hatte ich Bock drauf und ja, die Collection ist angekommen, 1 bis 7 Teile. Ich habe mir nicht nur die Nightmare Collection gekauft, sondern auch, also noch etwas, und das wird in 1 bis 2 Tagen auch ein Video, also muss ich noch ein Video machen darüber. Ich wollte es halt jetzt getrennt machen und nicht die beiden Sachen zusammen. Ja, ihr kennt das, ihr geht einfach in ein, also ihr habt zwei, drei Titel im Kopf und schaut euch um, stöbert ein bisschen rum und dann kommt ihr am Endeffekt, landen ganz andere Titel im Warenkorb. Also ihr kennt das bestimmt, so war es diesmal bei mir. Ja, verschoben und jetzt habe ich es auch in meiner Collection. Freue mich, die zu sehen, weil ich die schon länger nicht gesehen habe. Hier haben wir Lawrence Fishburne. Ey, ist der auch noch dabei? Der war mir jetzt nicht in Erinnerung. Wir sind hier, ich gehe, ja, im Doppelpack gehe ich die Teile jetzt, ja, vorbei. Von 100 irren Vätern steht hier. Und wenn ihr ein bisschen mitgeschaut habt, dann erkennt ihr auch, dass da auch ein paar Sachen an Bonusmaterial mit dabei sind. Unter anderem auch Dokumentation. Ja, 20 Euro, echt feine Sache. Das Rot gefällt mir, ja, die Emerys. Gibt auch eine Blu-ray inzwischen, eine Box, die Collection auf Blu-ray. Aber ich habe mich doch für die entschieden. Ah, ich glaube, hier haben wir noch einen Hellraiser-Trailer drauf. Habe ich da so gerade noch so etwas gesehen? Das Innere ist ohne jetzt Wendecover oder so. Oder, ja, schlicht in Rot bei allen. Ein Booklet haben wir auch mit dabei. Das schauen wir uns auch gleich an. Finde ich cool, dass ein Booklet mit dabei ist. Bestimmt mit Informationen zu den einzelnen Teilen.
wenn ich dann noch paar noch erreiche von meinen Abonnenten oder die wo Leute das Video anschauen, dann bin ich auch zufrieden. Also die wo noch nicht die Box haben, 20 Euro Leute, greift zu. Und ich bin zufrieden, wenn ich, ja, sagen wir mal 4-5 Leuten durch dieses Video geholfen habe. Ich meine damit, natürlich ist die Box schon öfter vorgestellt, auf das wollte ich hinaus. Unter den Kollegen ist das, also wird das bekannt sein, ist natürlich bekannt, und die meisten haben das in ihrer Kollektion. Schon ein Must-Have für den Preis auf jeden Fall. So sieht das Ganze aus. Das war's von mir, Leute, für heute. Wie gesagt, da ist noch etwas, und morgen oder übermorgen, wenn ich es fertig habe, lade ich dann das auch hoch. Bis dann mal.